Heute zeige ich euch den perfekten Kirschkuchen und was dieses Schmorgericht damit zu tun hat, das verrate ich euch am Ende des Videos. Hallo, hier ist Emma, Emma Magians. Herzlich willkommen hier auf meinem Hefewasser-Kanal. Heute heißt es wieder Hefewasser für alle, alles was dein Gebäck begehrt. Fangen wir mal direkt an. Ich habe hier Mehl in einer Schüssel. Die genauen Rezeptangaben findet ihr wie immer unter diesem Video. Ein bisschen Zucker darf natürlich nicht fehlen bei so einem Rührkuchen. Zwei Eier. Nee, drei. Wenn ihr es vegan haben wollt, fügt ihr 150 Milliliter Hefewasser oder vegane Milch hinzu. Und apropos Hefewasser, das kommt natürlich jetzt auch. Wieso ich meine Hefe selber mache und wie das geht, oben rechts unter dem i verlinke ich euch das. Und ein bisschen Butter, das geht immer. Selbst hergestelltes Vanilleextrakt, auch das Video, wie das geht, kommt oben rechts unter dem i. Und dann erstmal ab in den Mixer. So. Und statt mit dem Knethaken wie sonst bei Brot und Brötchen, verwende ich da heute meinen Rührhaken und knete das erst einmal zu einer schönen homogenen Masse. Ich habe Dinkelmehl verwendet. Selbstverständlich könnt ihr hier auch Weizenmehl verwenden. Und das Ganze wird jetzt ordentlich durchgemengt. Maximal so 5 Minuten reichen eigentlich, wenn die Butter Zimmertemperatur hat. So sieht das Ganze aus. Ich möchte es halt einfach klümpchenfrei haben. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Milch. Es soll ja fluffig, locker, leicht werden. Die kommt jetzt hinzu. Und ich kann es euch gar nicht oft genug sagen, Backen mit Hefewasser ist so lecker, bekömmlich und einfach perfekt. Dieser Kirschkuchen, den wir heute backen, ohne Spaß, der hält sich locker im Kühlschrank eine Woche und schmeckt dann trotzdem noch, als wäre er frisch gebacken. Ich habe es ausprobiert. Es gab fast gefühlt jeden Tag Kirschkuchen. Einfach zum Austesten nur für euch. Ich mache ja echt alles für euch. Richtig lecker, fluffig, einfach fantastisch. So, der Teig ist fertig. Hier könnt ihr ihn sehen. Ich stelle ihn jetzt bei Zimmertemperatur abgedeckt ab mit meinem Bienenwachstuch. Alles, was ich euch empfehlen kann, was ich selber benutze und was mir auch gut gefällt, findet ihr unter diesem Video. Dabei handelt es sich um Affiliate-Links, damit unterstützt ihr meinen Kanal. So, und während der Teig jetzt ruht, habe ich hier meine Streusel. Mehl, Zucker, Zimt und Butter. Jetzt probiere ich mal was aus. Moment. Abracadabra, Hokus, Pokus, Fidibus, dreimal schwarzer Kater. Ja, schade, Emma. Musste doch selber ran. So. Ich vermenge die ganzen Zutaten miteinander. Wichtig ist, dass die Butter wirklich weich ist, sonst klappt das nicht. Ihr könnt es natürlich auch mit der Küchenmaschine oder mit dem Handmixer machen. Danach gehen die Streusel in den Kühlschrank, außer der Teig ist schon fertig. Und wenn es soweit ist, dass der Teig die ersten Bläschen schlägt, so 1, 2, 3 Bläschen reichen schon, dann könnt ihr weitermachen. Das Rezept eignet sich perfekt dafür, für Sonntag, wenn ihr Samstagmorgen den Teig ansetzt, Samstagabend backt und am Sonntag könnt ihr es dann genießen. So, und schaut euch das mal an. Der Teig ist richtig, richtig fluffig geworden. Also wer will denn da noch mit Backpulver arbeiten? Ehrlich, nehmt Hefewasser. Und das sage ich nicht nur, weil dieser Kanal sich um dieses Thema dreht, sondern schaut euch das an. Der ist echt perfekt geworden und so lecker, viel bekömmlicher für den Magen und einfach auch natürlicher. Sind wir doch mal ehrlich? So? Übrigens, wenn dir das Video gefällt, gib mir einen Daumen hoch und teile es mit ganz vielen Leuten, damit die erfahren, wie einfach und lecker man so einen schönen Kirschkuchen backen kann. Und wenn du es noch nicht getan hast, abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke, dann verpasst du kein neues Video. So, ich streiche jetzt erstmal den Teig einigermaßen glatt und auch so, dass der überall gleich ist. Gerade die Kanten haben ja meistens so das Problem, dass sie zu dünn sind und dadurch werden sie dunkler und härter. Das wollen wir selbstverständlich vermeiden. Deswegen arbeite ich hier ganz akkurat. Ja, aber das reicht jetzt langsam. Dann habe ich hier Sauerkirschen abgetropft. 2 große Gläser. Ihr könnt auch Schattenmorellen nehmen oder die Kirschen selber in Stein. So, dann braucht ihr aber locker so ein halbes Kilo, würde ich jetzt mal sagen. Und dann verteilt ihr die so mehr oder weniger gleichmäßig. Mmh, das war lecker.
Ihr könnt auch von dem Hellenteig ein bisschen was abnehmen. Packt ein bisschen Backkakao dazu, ein bisschen Milch, rührt das nochmal ordentlich um und dann habt ihr Donauwellen, wenn ihr danach einen Pudding drauf macht. Ihr habt euch ja aber Streusel gewünscht und die gibt es jetzt natürlich. In meinem Community-Feed frage ich euch ja immer nach eurer Meinung, halte euch auf den Laufenden. Wenn ihr darüber hinaus noch ein bisschen mehr wollt und auch Fragen schnell beantwortet haben möchtet, dann schaut mal unter diesem Video, da findet ihr alles zu der Mitgliedschaft bei mir. So, und jetzt habe ich hier die Streusel, die sind bei mir ein bisschen warm geworden. Es war an dem Tag echt bullenheiß bei mir. Ich glaube 30 Grad gefühlt und auch tatsächlich, zumindest hat das Thermometer das angezeigt. Kein Wunder, dass ich die Streusel da erstmal so selber ein bisschen mehr drapieren musste. Oh, und dieser Kuchen ist wirklich fantastisch. Echt lecker, tolle Idee. Also vielen Dank an die Zuschauerin Nicole für die Idee, das einmal zu machen. Seid ihr bereit für den Kuchen? Er hat jetzt im Ofen geschmort, 180 Grad Ober- und Unterhitze. So circa eine halbe Stunde. Genauen Infos findet ihr, wie gesagt, unter diesem Video. Die Ränder sind nicht verbrannt, das sieht jetzt nur vom Backpapier so aus. Und hier noch so ein kleiner Lifehack von Emma. Wenn ihr kein Messer zur Hand habt, könnt ihr das auch ganz einfach und bequem mit einem Pizzaroller machen. Klappt echt gut und vor allem, ihr macht euch die Arbeitsplatte nicht kaputt. Sehr wichtig. So, wollt ihr mal sehen, wie das jetzt von innen ausschaut? Oh, ich kann es euch gar nicht sagen. Es ist echt schade, dass es kein Geruchs- und Geschmacksfernsehen gibt in diesem Fall. Der ist wirklich fantastisch. Ich weiß, ich sage euch das immer wieder, aber das ist auch tatsächlich so. Der ist so luftig lecker. Für die ganze Familie was. So, hier ist das Ergebnis. Guckt euch das an. Unten schön crispy, oben schön fluffig, locker, saftig durch die Kirschen. Einfach fantastisch. Hier noch das zweite Stück. Wie sieht das aus? Oh. Der ist auch wirklich weggegangen bei uns. Ehrlich. So lecker. Und guck mal, den Pizzaschneider könnt ihr auch hier als Kuchenheber benutzen. Sehr praktisch, das Ding. So, wieder was dazugelernt. Und, aber da war doch noch was. Ich wollte euch doch noch was zeigen. Was war denn das? Halt! Ja, das Schmorgericht. Wisst ihr noch diese Szene hier bei den Streuseln? Das ist Kirschwasser. Also quasi der Sud von den Kirschen aus dem Glas. Nicht weggießen. Nehmt das für ein Schmorgericht statt Rotwein und oder Traubensaft, so wie ich das verwende. Ja, bei mir kann man was lernen. Hier wird nichts weggeschmissen, wirklich alle Reste werden immer so gut wie es geht verwertet. So, und jetzt genießt aber diesen leckeren Kirschkuchen. Ich bin gespannt auf eure Kommentare und wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken und Genießen mit der ganzen Familie, sofern ihr es denn dürft. Passt gut auf euch auf und ich bin bald wieder zurück bei euch. Ganz herzliche Grüße, eure Emma.